Wenn einer von sich sagen kann, er sei bärenstark, dann ist das der Albert Walter. In einer Sekunde verreist der Zürcher dicke Telefonbücher. Bei dieser außergewöhnlichen Disziplin ist der Albert Walter sogar Weltrekordhalter. Letztes Wochenende bricht er seinen eigenen Rekord. Rahel Boxberger. 1400 Seiten mit bloßer Hand in zwei Teile verreissen. Am Wochenende stellt der Zürcher Albert Walter zu Budapest im Telefonbuch verreissen einen neuen Weltrekord auf. Die Medaille für den Sieg, die hängt mittlerweile schon in seinem Pokalzimmer. Ein Zimmer, wo alle Auszeichnungen von ihm und seinem Vater ausgestellt sind. An ihn hat Albert Walter auch bei seinem Rekord gedacht. Er ist jetzt leider im Himmel. Also vor zwei Jahren ist er leider von uns gegangen. Aber ich hoffe, er wird von oben abschauen, vom Himmel oben abschauen und ziemlich Freude haben also an dieser Sache, die ich weit für ihn, also für uns weiterführe. Das Telefonbuch verreissen liegt bis Walters in der Familie. Schon der Vater von Albert, der Rudi Walter, ist 30 Jahre mit dieser Nummer auftreten. Jetzt führt der Albert Walter diese Tradition weiter und trainiert jeden Tag anderthalb Stunden. Aber wie schwer ist es wirklich, ein Telefonbuch zu verreissen? Im Niederdörfli stellen sich der muskulöse Philipp und die beiden Mädels Nicole und Romina dieser Herausforderung. Besonders die Romina strotzt vor Selbstvertrauen. Das heisst nicht, dass nur Männer so schwere Sachen zerreissen können. Das können Frauen natürlich auch. Noch ein letzter Tipp von Albert Walter und los geht's. So einfach scheint es aber nicht zu sein. Auch das Absitzen nützt da nichts mehr. Die Romina geht auf und wird etwas kleinlaut. Wollen wir es? Ja, habe ich wohl etwas zu grosse Töne gespuckt vorher. Auch die Nicole scheitert an der Aufgabe. Klappt es beim Kraftwürfel Philipp besser? Auch er kämpft. Das Anführen nützt nichts. Der 23-Jährige gibt auf. Der Albert Walter zeigt den Nachwuchs-Telefonbuchverreisser, warum er Rekordhalter ist in dieser Disziplin. Der Philipp ist beeindruckt. Also ich weiß nicht, wie der Meister das macht, aber ich bewundere ihn schon, dass er so ein Buch verreisen kann. Einen Trick gibt es keinen. Also es ist in dem Sinne keine Zauberei. Also man kann hier nicht von Tricks reden. Aber wie gesagt, eine gewisse Technik braucht man einfach und eine gewisse Kraft, um das Telefonbuch in zwei zu reissen. Der 38-Jährige will das Geheimnis von seiner Technik nicht verraten. Das jahrelange Training scheint sich aber auszuzahlen. Der Kampf um den Einzug ins Weiße Haus ist Thema in der Sendung «Börsentrend», Martin Spieler.